Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter World. Und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, dann entsprechend die Bewertung nicht vergessen und halt könnt ihr gerne auch nochmal auf meinen Kanal gucken, da findet ihr mehr Folgen. Und ja, wir werden heute den ersten Vyrianer finden, zumindest ist das der Plan. Ich hoffe, ich finde ihn auch, aber ich denke schon. Jetzt werden wir erstmal hier ein Chefkochgericht reinknallen. So habe ich nämlich eben völlig vergessen, wo ich in der Stadt war. Ich musste nochmal zurück und... war eben schon hier. Muss ich nochmal zurück und die Quest abgeben. Haben jetzt ein paar neue. Also ich habe völlig vergessen, die anzunehmen. Können wir eben kurz hier was mitnehmen. Ja, vor allem hier vorne bei dem Blumenbeet erhoffe ich mir immer, dass ich einmal das Seltene finde. Da gibt es ja so ein seltenes Teil immer bei den Dingern. Aber naja, habe ich nicht so viel Glück momentan. Gut, dann wollen wir jetzt mal den ersten Vyrianer finden. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Spuren finden für den. Oh ja, da hinten ist ein großes Gekritzel. Ey! Sag mal. Mal sehen, wo wir hier noch was finden. Wir müssen halt die Spuren halt finden, um ihn tracken zu können. Wir brauchen noch gar nicht so viel zum Glück. Schleim. Können wir allerdings auch mal eben einsammeln, damit wir die Spur haben. So, wir haben den Anjanat schon mal auf der Karte. Das ist gut, dann können wir den nämlich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Da. Oh, hier, Gekritzel. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier können wir wahrscheinlich noch was finden. Nochmal Gekritzel. Was soll das hier, hä? Was geht denn mir auf den Sack? Was soll das, ne? Mann, Mann, Mann. Wir brauchen hier irgendwelche Spuren. Großes Gekritzel. Oh ja, hier. Da haben wir aber viel hier. Ich verstehe allerdings nicht, warum ich jetzt keine Meldung bekomme. Wahrscheinlich müssen wir andere Sachen finden, nicht diese Art von Gekritzel. Das ist ja merkwürdig. Ich finde den ersten Vyrianer. Okay, der muss hier irgendwo auf der Karte sein. Ich denke mal, dass der vielleicht in den Baumkronen ist. Das ist zu lange her. Das wird eine kleine Suchquest hier. Da bin ich ja mal gespannt. Erste Vyrianer. Ja gut, zum Glück kenne ich mittlerweile den Weg hier ganz gut. Okay, einen Rathalos haben wir anscheinend hier auch. Jo, das ist ein Rathalos, denke ich. Auch wenn er mir noch nicht angezeigt wird. Das wird übrigens auch ein Spaß gegen den. Rathalos ist wie Ratian, nur weitaus unangenehmer. Hier, Fußspuren. Da mal Fußspuren.
Da sehen wir auch eine Markierung oben. Das ist schön. Dann wissen wir jetzt zumindest mal, wo wir lang müssen. Jo, hier wieder Fußspuren. Der erste Virianer. Sieht so aus, als hätten wir beide die gleiche Stelle gefunden. Hier ist wieder so ein Blumenbeet. Hä? Ah ja, ich weiß, wo die lang führt, glaube ich. Aber bitte jetzt kein Ratter los. Da habe ich die falsche Waffe für mit. Also man kann ihn auch damit machen, aber ich finde es mit der anderen angenehmer. Die Fährte scheint hier zu enden. Bitte nicht. Yo. Ratian oder Rattalos? Rattalos. Da hätte ich jetzt gerne mal eine andere Waffe. Ich meine, das wird auch so klappen, denke ich. Aber es ist halt mit der anderen angenehmer. Hauen wir jetzt beide ab? Ach so. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen den kämpfen. Das ist schon so lange her, ich habe alles vergessen. Nur wenn ihr den Feuerwüfern und den gehörnten Wüfern besiegt, welche den Wald und das Ödland heimsuchen. Oh nein, ich weiß, glaube ich, wen er meint. Oh, oh. In der Nahrungskette? Feuer und gehörnte Wüfern? Wir sollen wohl diese zwei Monster jagen. Es Ach. Wird sich auf Rathalos und Diablos beziehen. Sollen ja. Wir zur Basis und uns vorbereiten? Möchte ich dir... Oh, da ist die Kitty. Die Kitty machen wir später. Oder machen wir die jetzt? Ne, Kitty machen wir später. Oder? Ja, doch. Oder? Ja, Kitty machen wir später. Kitty möchte ich später machen. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Wo war es nochmal? Ach, wisst ihr was? Fuck it. Na komm. Na, wo führst du mich hin?
Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. So, es ging doch relativ einfach. Das ist irgendwie unangenehm in Erinnerung mit der Katze. Ja, jetzt haben wir ein neues Gadget bekommen. Und das muss ich mir merken, weil ich will das dann ja noch ein bisschen zurechtschneiden. So. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell. So, nochmal einen Pilz mitnehmen. Und jetzt haben wir die Katzen nämlich hier freigeschaltet. Die sind dann jetzt wohlgesonnen. Und jetzt können wir weitermachen. Ressourcenzentrale, da, wo ist es denn hier genau? Expedition zurückkehren. So, dann haben wir jetzt die Schnurtruppler hier. Die Schnurtrupp-Einheit haben wir jetzt hier freigeschaltet. Richtig schön. Und eine Leuchtblüte haben wir bekommen hier. Als Zutat. Und ich weiß, was wir jetzt auch noch machen. Weil wir werden jetzt hier... Ich habe hier Quests für den Feuer, zwei schwere Quests vor uns. Aber jetzt machen wir erstmal die Spezialarena mit dem Paolomu. Weil die muss ich eh noch machen und das bietet sich gerade an. Ne, weil die Folge ist noch nicht zu Ende, sind gerade mal 12 Minuten, 13 Minuten gleich. Und dann denke ich, können wir noch eine Kleinigkeit machen und das hier ist eine gute Kleinigkeit. Muss ich eh noch machen. Das bietet sich da auf jeden Fall an. Verkloppen wir nochmal einen kleinen Paolomu. Der Arme. Was haben wir denn hier gerade bekommen? Ach, eine simple Blitzkapsel. Oh, nice. Simple Blitzkapsel, da, okay. Ups. Eine kleine Halsmassage für den werten Paolomu. Versucht aber wirklich auch auf alle, auf jeden Weg hier, auf jeden erdenklichen. Ich glaube, es gibt da auf. Das könnte eventuell reichen von der Entfernung her.
Eben schnell schärfen hier. Oh, darauf habe ich gewartet, mein Guter. Na komm her. Das wollte ich eigentlich nicht. Dankeschön. Perfekt. Dann kann ich hier nämlich in Ruhe mal eben... Genau. Ja, sehr schön. Nochmal eine Halsmassage hier. Die hat er doch so gerne. Ich wollte eigentlich den Kampf gegen ihn privat machen, aber es bietet sich gerade so gut an. Weil die Folge hier noch einen kleinen Filler braucht. Ja. Nochmal drehen. Ach komm, du fettes Fellknäuel. Muss doch nicht sein. Nee. Sag mal! Von der Attacke möchte man übrigens nicht erwischt werden, deswegen bin ich da so ein bisschen panisch. Oh oh. Bitte kein Body, nein! Nein, nein! Okay, da hat mich gerade meine Katze gerettet, oh mein Gott. Das war wirklich schlechtes Timing gerade. Sag mal, kannst du bitte aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Das wäre ganz wundervoll. Ich meine, ich bin so nett und massiere dir hier jedes Mal den Hals. Da kannst du doch auch ein bisschen weniger nervig sein. Also nicht zu viel verlangt, oder? Dann komm, ich bin so ein netter Typ. Liebe im Herzen und einem Lied auf den Lippen. Wie Bertha aus Two and a Half Men sagen würde. Thank you.
Ach komm. Ach, ganz vergessen hier. Timing. Ich muss unbedingt ein Set haben, was meine Waffe schärfer macht, ohne Witz. Ich brauche endlich mehr Waffenschärfe, das geht mir so auf den Sack manchmal. Beim Odogaron ging es eigentlich, aber... Bei dem Paolomo gerade, das war ja richtig ätzend. Ne, Fleuschi-Knäulchen. Fleuschi-Knäulchen. Tja. Das ist der wärmste Begriff, der jemals verwendet wurde für Paolomo. Vergesst den bitte ganz schnell wieder. Fleuschi-Knäulchen, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, das ging aber ziemlich gut. Na gut, Paolomo ist ja eh nicht so schwer, aber... Einmal hätte er mich fast gehabt, ne? Übel. Da fällt mir ein, ich habe eine Sache schon länger nicht mehr gemacht. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Und zwar den hier. Wir haben die ganzen Forschungsstufen hier mal aktualisiert und... Ja, das sieht schon recht gut aus, finde ich. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo... Ach ja, habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen, ne? Hier ist die Verschmelzita, die ist mittlerweile hier. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann entweder mit dem Gefangennehmen von dem Onogaron beschäftigen oder mit den neuen Aufgaben da. Ich werde mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Weiteren Content gibt es auf meinem Kanal. Ich wünsche euch was. Bis dann und tschüdelü.